So, willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr wart auch bei den Sponsorenvorträgen und dass hier niemand was gesagt hat. Die Elke hat mich darauf hingewiesen, dass hier mein Logo falsch rum zu lesen war. Wenn das wirklich so war, dann postet es mal in den Chat. Mir ist es nämlich, ich sehe mich nämlich jetzt spiegelverkehrt. Ich habe das mal für euch umgedreht. Vielleicht ist dann auch meine Schokoladenseite zu sehen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe euch die Elke mitgebracht. Die hat heute einen ganz besonderen Vortrag mit dabei, weil ich sie gebeten habe, hier auch zu sprechen, also auf persönliche Einladung. Sie ist die Power-Userin Nummer 1, die ich kenne, und sie zeigt euch heute 10 Tipps mit Microsoft, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Aber Elke, vielleicht stellst du dich einfach selber vor und die Firma. Und die Elke hat auch ein paar Umfragen mitgebracht. Also hier ist auch Interaktion und Interaktivität gefragt heute. Das heißt, Schnitzelkoma aus und mitmachen bei den Umfragen. So, Bühne frei. Jo, dann sage ich erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Und dann teile ich gleich mal meinen Bildschirm. Ich habe eine kleine kurze Präsentation, um mich vorzustellen. Auch mal kurz, was meine Firma so macht. Jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich den richtigen Bildschirm erwische. Mit drei ist es immer nicht so einfach. Und das schieben wir mal hier weg. So, ja, wie gesagt, mein Name ist Elke Reisinger. Ich bin bei der Teamsphere angestellt, bin zuständig fürs Consulting und Senior Project Manager. Ich berate seit 16 Jahren projektorientierte Unternehmen im Bereich SharePoint und das sind überwiegend auch Unternehmen aus der Baubranche. Denn ja, da komme ich her, da kenne ich mich aus, da ich früher selber in der Planung und in der Bauleitung tätig war. Daher kenne ich einfach auch die Prozesse, Abläufe und die Anforderungen. Dann ist natürlich vor ein paar Jahren natürlich Microsoft 365, beziehungsweise damals hieß es ja noch Office 365 gekommen mit SharePoint Online. Und dann vor 3 Jahren habe ich mich neben SharePoint noch für Microsoft Teams spezialisiert, weil ich das einfach ein spannendes Thema fand. Und das ist jetzt also mein Steckenpferd. So, wir von der Teamsware ganz kurz. Wie gesagt, wir digitalisieren den Bau, unterstützen Unternehmen im Bau, haben Produkte, Module für Teams und SharePoint in unserem Portfolio und unterstützen unsere Kunden auch bei der Einführung von Teams und führen auch praxisorientierte Workshops für Teams und SharePoint durch. Und ja, gerade bei den Workshops stellen wir immer wieder fest, dass viele Unternehmen natürlich auch aufgrund von Corona Teams relativ schnell eingeführt oder beziehungsweise nicht mal eingeführt, sondern einfach nur installiert haben, um eben Meetings zu machen. Es sind ein paar Teams erstellt worden. Die Grundfunktionen sind meistens noch bekannt und auch, wo lege ich meine Dateien ab. Aber das war es meistens leider schon. Und viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, stelle ich immer fest, werden da ziemlich alleine gelassen. Und darum habe ich mich heute auch, wie gesagt, für den Vortrag entschieden mit diesem Thema. Wie kann ich mich vor allem selber besser organisieren? Welche Funktionen kann ich nutzen, einfach um meinen Alltag in Teams auch effizienter zu gestalten? Und dazu werde ich dann, wie gesagt, einfach mal eine Live-Demo zeigen. Aber bevor wir zur Live-Demo gehen, hätte ich einfach nur eine kleine Umfrage. So, ja, veröffentlichen. Christian hat gesagt, die schwebt jetzt hier rein. Ich hoffe, die ist jetzt für alle auch sichtbar. Sieht ja sehr gut aus mit der Abstimmung von der Teilnahme her. Super. So, ja, ich denke, jetzt sind wir fast am Ende. 84, wie viele sind in der Session? Passiert noch was? So. Ja, wie gesagt, das nehme ich auch immer so aus den Unternehmen mit, dass die meisten sich so fortgeschritten im Mittelfeld bewegen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier heute 10 Tipps, also es sind jetzt keine 10 Funktionen, sondern eigentlich mehr also Bereiche, wie organisiere ich mich mitgebracht. Die habe ich natürlich jetzt ausgesucht, weil ich sie täglich benutze und vor allem auch bei den Kunden immer auch diese Fragen kommen. Ich hoffe, es ist noch nicht alles bekannt bei euch, und ihr könnt am Ende dann auch ein bisschen was mitnehmen. So, aber dann würde ich schon. Elke, okay, ich tue die Ja. Umfrage schließen und tue sie von der Stage halten und jetzt sieht man wieder deinen Desktop.
Wenn du die nächste Perfekt. Umfrage veröffentlichen oder starten willst, sag Bescheid, dann mache ich das hier im Hintergrund. Okay, super, ist erst am Perfekt. Ende dann. Gut, perfekt. Jo, man sieht hier schon meinen Bildschirm mit Teams im Browser. Das ist so mein erster Tipp, was ich vor allem frühs auch mache, wenn ich meinen Rechner durchgestartet habe. Teams startet sich automatisch im Desktop mit meiner Teams-Umgebung, mein Unternehmen. Aber ich starte parallel auch jeden Tag noch mein Teams im Browser, weil es mir einfach den Tag erleichtert. Ich kann relativ schnell, man sieht es hier neben meinem Teams Desktop, auch hier mich im gleichen Team in verschiedenen Browserfenstern bewegen, kann einfach hier eine Datei aufmachen, kann im anderen Browserfenster dazu meinen Planner aufmachen, ohne hin und her springen zu müssen. So, Entschuldigung, kleiner Hinweis vom Kollege. Ich habe das jetzt ausgeblendet. Wie gesagt, einfach, ja, man kann einfach mehr nebeneinander herlegen, Dateien vergleichen, ohne dass man über die Historie mit den Pfeiltasten einfach immer wechseln muss. Der weitere Vorteil ist, wenn ihr auch nur in anderen Organisationen als Gast eingeladen seid, dann auch hier öffnet in der Früh Teams im Browser über teams.microsoft.com, meldet euch mit eurem Benutzerkonto an und ihr könnt bequem in Teams auf eurem Rechner in eurer Umgebung bleiben, die Teams im Zugriff haben und im Browser parallel auch die Gastorganisation öffnen, um auch hier aktiv mitzuarbeiten und gegebenenfalls eben auch zu chatten oder zu kommunizieren, ohne dass ihr in eurer Teams-Desktop-App immer organisationswechseln müsst. Ein kleiner Hinweis noch, ich habe auch ab und zu Kunden, die auch noch ja, andere Benutzerkonten für Teams verwenden. Da ist es ja eigentlich noch schlimmer. Da müsste man sich in seinem Teams abmelden, mit einem anderen Benutzerkonto anmelden. Seine Teams hat man dann wieder nicht im Blick. Hier ist es sogar so, da habe ich mir so als kleinen Hinweis wirklich auch Browserprofile erstellt. Da liegt Teams als Direktlink oder als Favorit gleich drin. Ich habe auch verschiedene Farben eingestellt, damit ich mich optisch leichter zurechtfinde. Und ich habe einfach festgestellt, mit dieser Arbeitsweise einfach Teams in den verschiedenen Organisationen oder auch verschiedene Teams parallel im Browser in der Früh nur zu öffnen, spart man wirklich viel Zeit und Hin- und Herwechseln, sei es innerhalb einem Team oder innerhalb von Teams und anderen Organisationen. So, dann blenden wir das hier mal größer. Dann komme ich nämlich schon zum zweiten Tipp. Gewöhnt euch an, wenn ihr viele Teams, Kanäle etc. habt, dass ihr einfach alle paar Wochen mal eure Teams organisiert. Weil leider ist es ja so, wenn man neues Mitglied wird in einem neuen Team, das Team hat man immer ganz unten in der Liste. Aber gerade das sind ja die relativ aktiven Teams. Und um schneller hin zu navigieren, würde ich euch raten, sortiert alle paar Wochen mal eure Teams. Ihr könnt es relativ einfach machen, indem ihr einfach auf den Teams-Titel klickt und eure Teams sortiert, je nach Priorität, wie ihr sie einfach im Einsatz habt. Und schön ist es auch, wenn man natürlich für seine Teams noch ein anderes Bild hinterlegt, wie das automatisch erstellt wird. Aber das ist so nebenbei. Punkt 2, wenn ihr eure Teams sortiert, auch Kanäle können andere Prioritäten bekommen. Und auch hier empfehle ich, Kanäle, die ihr häufig am Tag braucht, heftet euch die einfach oben überhalb den Teams an. Einfach über die drei Punkte anheften. Und die sind wirklich immer oben und ihr habt die im Blick. Wenn ihr die nicht mehr braucht, könnt ihr die natürlich auch lösen. Und wenn ihr auch hier mehrere Kanäle angeheftet habt, kann man die auch recht einfach per Drag and Drop verschieben. Und auch noch ein kleiner Hinweis: Die Möglichkeit mit dem Anheften hat man natürlich auch in seinen Chats. Auch hier kann es mit der Zeit sehr unübersichtlich werden.
Chats kann man nicht löschen, weil man ja nicht für alles der Besitzer sozusagen ist. Aber auch hier verwendet einfach das Anheften für Chats, die ihr häufig braucht. Oder in der Desktop-App findet ihr auch hier dann, wenn ihr mit der Maus drüber fährt, ein kleines Symbol. Und dann könnt ihr so einen Chat auch in einem eigenen Fenster öffnen und das auf einen zweiten Bildschirm schieben und habt es einfach einen ganzen Tag im Zugriff. Und auch die könnt ihr natürlich hin und her schieben per Drag and Drop, wie ihr es wollt. Kleiner Hinweis nur zu den Chats. Ihr könnt die auch jederzeit über die drei Punkte, wenn ihr sie nicht mehr benötigt, aktuell ausblenden. Die verschwinden dann auch hier aus der Liste. Wenn jemand in dem Chat eine Nachricht schreibt, wird er automatisch wieder eingeblendet. Oder wenn ihr ihn wieder benötigt, ist er über die Suche auch wieder auffindbar und einblendbar. Jo, jetzt war schon das Thema Suche. Vielen ist ja die Suchleiste hier bekannt, aber die Suchleiste, Suchzeile kann viel mehr. Das ist immer wieder etwas, was ich auch feststelle. Leute geben Begriffe ein, machen Suche. Jetzt ist ja schön, die neue Suche ist ja jetzt auch da mit Volltextsuche. Ist wirklich super, aber hier kann ich noch viel mehr. Und zwar kann ich mit Eingabe von einem Slash einfach auch relativ schnell Kurzbefehle auswählen, meinen Status zu setzen. Und was ich auch immer ja, vorstelle, ist für die Freunde der Tastenkombination. Es gibt auch den Kurzbefehl Add Tasten und da bekommt ihr dann auch eine Übersicht über alle möglichen verfügbaren Tastenkombinationen, die es aktuell gibt. Wie gesagt, entweder Add Tasten eingeben oder wenn ihr einen Slash eingibt, dann wird euch der auch aufgeführt. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. 2-3 Tastenbefehle benutze ich auch, die kenne ich. Ansonsten behelfe ich mich ja anders. Wie gesagt, nicht nur Suche und Kurzbefehle. Was viele nicht wissen ist, wenn ich eventuell hier in einem Planner bin, keine Ahnung, und will irgendjemandem schnell eine Nachricht schreiben, dann wechseln viele immer in den Chat, stelle ich fest, suchen den Chatverlauf, tippen ihre Nachricht, sind aber dann aus dem Planner oder aus einer anderen Registerkarte einfach raus. Ich finde das die genialste Funktion überhaupt. Gebt einfach ein Add ein und ihr könnt wunderbar hier schnell eine kurze Nachricht schreiben. Und die einfach versenden. Wird euch dann auch in eurem Chatverlauf eben mit derjenigen Person auch angezeigt und ist verfügbar. Das ist für mich, wie gesagt, eine der wichtigsten Funktionen, dass ich nicht einfach in den Chat wechseln muss, sondern da oben relativ schnell irgendwie um eine Info oder um einen Anruf bitten kann. So, und weil wir jetzt schon beim Chat waren, diesen Tipp habe ich mit aufgenommen, weil ich bei den Kunden immer wieder feststelle, diese Funktion gibt es jetzt seit ein paar Monaten. Mobil funktioniert das schon seit, glaube ich, 2 Jahren. Und zwar in einem Chat ist ja im Gegensatz zu einer Kanalunterhaltung die Antwortzeile ganz am Ende. Ich nehme jetzt mal hier das hier. Ganz am Ende, wenn ich hier antworte, wird einfach meine Antwort unten angefügt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich auf eine ältere Nachricht antworten will. Und da hat es bis jetzt einen relativ komplizierten Workaround gegeben. Also ich muss sagen, ich habe mir nie auswendig merken können mit Kopieren und Größertaste und Einfügen. Aber jetzt gibt es seit kurzem hier unter den 3 Punkten auch das direkte Antworten auf eine ältere Nachricht im Chatverlauf. Und wie gesagt, ich habe einfach festgestellt, das hat sich noch gar nicht so rumgesprochen, dass es jetzt möglich ist. Dann habe ich nämlich auch die Nachricht, auf die ich antworten will, unten in meinem Nachrichtenfenster und kann einfach in meiner Antwort dann den Kontext behalten, damit mein Chatpartner auch weiß, auf was ich antworte. Und das ist eigentlich, wie gesagt, seit ein paar Monaten jetzt Verfügung.
Zur Verfügung hat sie aber noch nicht so rumgesprochen. Der nächste Punkt, so bei den wichtigen Nachrichten in persönlichen Chats und auch in Kanalunterhaltungen, ja, da fragt man sich oft, wie organisiere ich mich einfach? Eine Nachricht im Chat oder in der Kanalunterhaltung hat vielleicht Infos, die ich relativ schnell wieder finden will, oder man muss einfach, um die Antwort zu formulieren, noch Infos einholen und will später antworten. Oder ja, kurze Chatnachrichten können aber auch Aufgaben nach sich ziehen, die man vielleicht dokumentieren will. Und da habe ich mich, ja, bei ein paar einfachen Sachen organisiere ich mich da. Einfach klar, es ist eine Nachricht gekommen, ich habe sie gelesen, will aber erst später darauf antworten, eben weil ich nur Infos einholen will. Dann markiert euch einfach diese Nachricht über die drei Punkte wieder als ungelesen. Dann bleibt sie euch visuell im Blick, damit ihr wisst, da ist noch was offen und ihr könnt dann später darauf antworten. Der nächste Punkt ist einfach, wie gesagt, das funktioniert auch in den Kanalunterhaltungen, dass wenn ich mich hier in der Unterhaltung finde und es ist eine wichtige Nachricht drin mit Informationen, wo ich einfach immer wieder hinspringen will, dann speichert euch die Nachricht weg als ein sogenanntes Lesezeichen. Das ist relativ einfach, auch auf die Nachricht drei Punkte und dann diese Nachricht speichern. Und dann wird die für euch als Lesezeichen im Hintergrund abgelegt. Man kann hier relativ schnell dann zu seinen Lesezeichen mit Add gespeichert springen. Da tauchen die dann alle auf. Wenn ihr sie nicht mehr braucht, einfach weg. Oder ihr findet die auch in eurem Profil unter gespeichert wieder. So, wie gesagt, ja. Aber wir haben es gerade schon gesagt, jetzt hier bitte neue Flyer prüfen. Haben wir hier als Aufgabe in einem relativ einfachen Satz in der Chatnachricht. Das ist aber eine Aufgabe, die ich durchführen muss. Und da habe ich mir einfach angewöhnt, etwas versteckt unter weitere Aktionen könnt ihr nämlich eine Aufgabe erstellen. Standardmäßig als Outlook-Aufgabe in den Tasks. Aber ihr habt natürlich auch jederzeit hier die Möglichkeit, die Planner in euren Teams, auf die ihr Zugriff habt, auszuwählen. Ich gehe jetzt mal hier in den Planner. Ihr könnt dann Status eingeben, ihr könnt das Bucket wählen, ihr könnt auch ein Datum ausgeben und das auch irgendwem zuweisen, der es machen soll. Einfach hinzufügen. Die Aufgabe ist dann wirklich notiert, dokumentiert, geht nicht unter, was in so einer Chatnachricht ja doch schneller der Fall ist. Wie gesagt, das könnt ihr in den Kanälen machen und in den Chats. Die Funktionen stehen immer in beiden Welten zur Verfügung. Und eben Kanalunterhaltungen. Da habe ich auch noch so ein paar Sachen, die ich täglich anwende. Und zwar, ja, in der Kanalunterhaltung, es kann jeder mitlesen, der Zugriff auf den Kanal hat. Aber arbeitet einfach mit den sogenannten Erwähnungen und auch mit den Tags. Vor allem, wie gesagt, in den Kanalunterhaltungen. Mit der Ad-Erwähnung kann man ja Personen aktiv auf etwas aufmerksam machen, denn jede Person, die ich erwähne, erhält eine Benachrichtigung in den Aktivitäten, eben im Aktivitätsfeed. Standardmäßig, wie gesagt, kann ich mit Ad Eingabe von ein paar Buchstaben vom Namen eine Person auswählen. Das kann man hier einfach mal ausprobieren. Ad Adele, dann kann man die auswählen und dann seinen Text eingeben und dann wird die Adele wirklich im Hintergrund aktiv informiert. Zusätzlich gibt es noch ja, sogenannte Standardtext, die Microsoft einfach mitliefert. Ihr könnt auch relativ schnell mit Ad Team euer Team auswählen und alle aktiv benachrichtigen oder es gibt auch die Möglichkeit mit Ad Kanal. Einfach ja, alle, die auf den Kanal Zugriff haben, aktiv zu benachrichtigen. Das ist schon relativ gut, aber es kann natürlich bei einigen Themen oder Projekten ja auch der Fall sein,
dass ihr öfter die bestimmte oder öfter dieselbe Gruppe von Personen benachrichtigen wollt oder müsst. Und dann ist es natürlich mühsam, wenn es 3, 4 Personen sind, einfach immer @Adele, @Hans einzugeben. Da wünscht man sich ja mehr oder weniger eine Erwähnung, die ich verwenden kann. Und auch hier gibt es eine Funktion, und zwar sind es die sogenannten Tags. Und die könnt ihr standardmäßig erstellen, auch als Mitglied, je nachdem, wie es eingestellt ist in eurem Team vom Teambesitzer. Aber ihr findet es neben dem Teamnamen in den 3 Punkten, Tags verwalten. Hier sieht man schon, hier gibt es schon Tags. Und hier könnt ihr relativ schnell eine neue Kategorie erstellen. Meinetwegen alle Key-User. Nehme ich jetzt einfach mal. Könnt dann hier wirklich schnell die Personen einfügen. Und erstellen. Und wie gesagt, jetzt ist wirklich der Vorteil, wenn ihr jetzt in der Kanalunterhaltung seid, dann gebt ihr einfach kurz die ersten Buchstaben eures Tags ein und ihr könnt es verwenden und alle Personen, die in dem Tag enthalten sind, werden aktiv informiert und ihr spart euch einfach Zeit damit. Jo, und weil man so schön in den Kanalunterhaltungen seid, oder auch in den Chats, ist es wichtig, arbeitet einfach mit der Formatierung. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn man neue Unterhaltung macht. Klar, ich kann hier eine Nachricht eingeben, jemanden erwähnen, aber längere Nachrichten sollte man einfach strukturieren, auch im persönlichen Chat, eben über seine Chat-App. Aber in den Kanalunterhaltungen empfehle ich euch einfach, verwendet das immer, weil ihr könnt einfach erstens mal in der Kanalunterhaltung einen aussagekräftigen Betreff hinzufügen, um was es in der Unterhaltung geht, wird dann auch etwas übersichtlicher gestaltet. Der nächste Vorteil ist natürlich, ihr könnt mit dem Text alles machen, kursiv, fett unterstrichen, ihr könnt Text hervorheben. Was ich dann auch immer empfehle, ist das Link einfügen. Ich persönlich hasse es, wenn so lange Würste da als Link irgendwo gepostet werden. Gewöhnt euch das einfach ein bisschen an. So als Tipp ist für alle im Projekt oder im Team dann einfach übersichtlicher, wie wenn da nur so Text ohne Formatierung einfach aufgeführt wird. Und noch ein Vorteil hat es, wenn ihr die Formatierung vor allem im persönlichen Chat in eurer Chat-App verwendet. Man hat es einfach drin, man drückt die Enter-Taste und im Chat ist es dann wirklich so, die Nachricht wird versendet. Wenn natürlich jetzt euer Unternehmen das Bearbeiten der versendeten Nachrichten nicht zulässt, muss man dann noch seinen 2. Teil hinterher schieben. Wenn ihr aber auch im Chat die Formatierung verwendet und ihr verwendet die Enter-Taste, wird auch wirklich ein Zeilenumbruch erstellt. So, dann habe ich noch eine relativ kleine Funktion, die aber auch viele gar nicht kennen. Dazu muss ich jetzt aber mal meine Teams-App einblenden. Die gibt es nur in der Desktop-App. Und zwar gibt es den sogenannten sekundären Rufton. Den kennen viele auch nicht, weil der, wie gesagt, der steckt in den Einstellungen, in seinem eigenen Profil. Und mit dem sekundären Rufton ist es einfach möglich, dass ein Teams-Anruf auf 2 Geräten klingelt. Das ist praktisch, wenn man einfach standardmäßig in Teams sein Headset eingestellt hat. Das braucht man aktuell zum größten Teil immer durch die ganzen Meetings. Aber das hat man ja auch nicht den ganzen Tag auf dem Kopf. Und wenn dann jemand anruft, hört man es leider nicht klingeln. Aber dazu gibt es hier versteckt unter den Einstellungen in eurem Profil, jetzt muss ich es erstmal wieder suchen, unter Geräte gibt es den sekundären Rufton. Und man sieht hier schon bei mir, ich habe hier noch den Lautsprecher von meinem Rechner, von meinem Computer eingestellt. Ist relativ praktisch, wie gesagt, dann klingelt es auch parallel hier. So, weil wir gerade schon in den Einstellungen sind und die Zeit sieht auch noch relativ gut aus,
Hier auch noch so zwei Dinge, wo ich einfach kurz darauf hinweisen will, wenn ihr Exchange Online bei euch im Unternehmen auch im Zugriff, im Einsatz habt, verwendet einfach hier unter Anrufe die Voicemail. Super relativ einfach zu konfigurieren, lege ich jedem ans Herz. Das kann man dann auch wunderschön hier in seiner Anruf-App die Voicemails anhören. Und unter allgemein die Abwesenheit planen. Die sieht genauso aus, wie ihr sie aus Outlook kennt. Von dem Zeitraum bin ich nicht da, die Nachricht an meinen internen Kontakte, die Nachricht will ich an externe senden. Das wird auch mit eurem Outlook synchronisiert und wenn in Outlook euch jemand während der Abwesenheit eine Mail schreibt, geht auch die Abwesenheitsmail raus. Und wenn euch jemand in Teams anchattet, dann steht einfach drüber, ihr seid nicht im Haus. Wie gesagt, guckt euch das an oder zumindest im Hinterkopf, das gibt es jetzt seit kurzem. Da kann man sich das mal angucken. So, jetzt natürlich mehr noch ein größeres Thema. Der Hauptbestandteil ist ja neben der Kommunikation vor allem in Teams meine Dateien. Jetzt ist es ja so, klar, ich habe meinen Dateireiter, hier lade ich meine Dateien hoch, ich kann hier relativ viel machen, habe ja in den drei Punkten auch vieles zur Verfügung an Funktionen, aber für mich zum Beispiel ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo ich relativ schnell alles aus meinem Team, aus der Dateiablage sehe. Ich will auch nicht, wenn ich Dateien teilen will, jedes Mal in den SharePoint im Hintergrund wechseln. Oder auch im Hintergrund wieder in den SharePoint zu gehen, um eine Verknüpfung zu meinem OneDrive zu erstellen. Und von dem her machen wir eigentlich immer in unseren Teams und mir empfehlen es auch bei den Kunden, einfach hier eine weitere Registerkarte. Und zwar nehmen wir hier den SharePoint. Und dann wird mir das schon gleich mal hier so angezeigt, dass ich mich in dem Team hier befinde und hier könnte ich auch andere Listen und Bibliotheken einblenden, aber ich will die Standard-Dokument-Bibliothek, sage hier einfach Speichern. Und dann ist es relativ schön, gleich für alle Projektmitglieder, Teammitglieder, die hier mitarbeiten, dass wirklich alle Kanäle angezeigt werden, gleich als Ordner mit den Dokumenten. Hier ist jetzt nichts drin. In General haben wir was. Und ich kann hier wirklich schnell aus der Teams-Oberfläche raus, wie ich scanne, komplette Ordner oder auch einzelne Dateien teilen. Geht das gewohnte Teilenfenster auf. Das ist für mich Vorteil 1. Und vor allem kann ich ja relativ schnell hier, ohne den SharePoint zu wechseln, einfach meine Verknüpfung auch zu OneDrive hinzufügen. Und wie gesagt, jedem Benutzer steht das zur Verfügung, ohne dass er im Hintergrund in den SharePoint wechseln muss. Und dann natürlich macht es auch Sinn, vielleicht hier noch die Registerkarte umzubenennen. Bei uns intern heißt sie Teilen und Verknüpfung. Kann man ja mal so übernehmen. Und dann ist es, wie gesagt, für jeden im Team zur Verfügung. So, und dann sind wir schon fast am Ende. Nur so ein kleiner Hinweis, ja, wie ich mich organisiere und was ich ja immer so weitergebe, wenn ihr Dateien hier habt, die ihr über mehrere Tage bearbeiten müsst oder die ihr schnell immer im Zugriff haben wollt. Irgendwann ist ja hier mehr abgelegt, bei mir ist jetzt nur relativ übersichtlich in dem Team. Aber dann könnt ihr für euch persönlich eben während der Bearbeitungsphase oder der Projektphase einfach einzelne Dokumente relativ schnell über die drei Punkte. Na, warum geht es jetzt nicht? Gehen wir mal hier rein. Über die drei Punkte oben anheften. Das ist rein für euch persönlich, um euch im Dateibereich einfach besser zu organisieren. Klar, ihr könnt da jederzeit, wenn ihr die Datei dann nicht mehr so oft braucht, die hier mit der rechten Maustaste und der Markierung wieder lösen. Ihr habt ja die Möglichkeit, wie gesagt, mehrere Dokumente hier anzuheften für einen Schnellzugriff, um da einfach besser drauf zuzukommen.
Der nächste Punkt ist, es gibt ja auch in Teams oder in Projekten wichtige Dokumente, die einfach für alle Projektmitglieder, Teammitglieder relevant sind. Dann könnt ihr natürlich auch jederzeit für alle eine Datei als Registerkarte hinzufügen. Dann ist die wirklich präsent im Kanal, im Schnellzugriff für alle. Könnt natürlich auch hier die Registerkarte umbenennen, um einfach einen besseren Überblick zu gestalten. Und auch hier könnt ihr natürlich irgendwann die Registerkarte, falls ihr es doch nicht mehr benötigt, entfernen. So, das 13.32 Uhr, gut in der Zeit. Das waren jetzt so meine Tipps, einfach die mich effizienter arbeiten lassen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, auch wie man sich organisiert. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, die richtigen Tipps für heute ausgewählt habe und nicht schon alles bekannt war. Und dazu, Christian, würde ich noch gerne mal abschließend die Umfrage starten. Und zwar, wie viele Tipps waren hilfreich, einfach um für mich, ob ich das Richtige für heute ausgewählt habe, auch für zukünftige Vorträge. Und da, wie gesagt, dann gucken wir hier mal. Ich bin schon froh, bei keiner ist es relativ niedrig. Sehr schön. So, es stimmen immer noch Leute ab. Ja. Aber ich habe auch was gelernt, sogar glaube schon viel. Also das mit diesem Chat oben in der Leiste, das benutze ich eigentlich nie. Ich drücke immer wieder auf Chat, suche den richtigen Chat raus und dann schreibe ich und dann drücke ich wieder auf Teams. Gott sei Dank ist dann das Team schon vorgemerkt, dann bin ich nämlich schon wieder drinnen. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und das mit den Tasten, ich bin aber auch kein Tastenkürzelmensch irgendwie, nur beim Zocken. Da kann ich mir alles merken, aber bei Teams nicht. Nee, aber wie gesagt, es gibt einfach auch viele Personen, die einfach gern Tastenkombinationen verwenden und die sind ja relativ versteckt und darum stelle ich das ja immer wieder vor, dass es die noch gibt. Ja, ich sagte ja, die Umfrage spricht für sich, außerdem auch die Teilnehmerzahlen. Wir waren dann irgendwann bei 160. Ich schätze mal, das ist Rekord von den anderen Tracks, weil wir sind nur 300 insgesamt oder 350 aktuell und mit 150 Teilnehmern ist das auf jeden Fall dann der meistbesuchte Track. Also von meiner Seite aus erstmal sehr vielen Dank für alles, für die ganze, auch dass es live ist. Wir hatten jetzt eher mehr PowerPoint-Präsentationen und das war eher so der erste Live-Track. Ich denke, das Feedback gibt dir hier auch recht. Und wir haben natürlich wie immer Fragen. Es wurde live. Ganz kurz, Christian, ja, bevor wir auf die Fragen gehen. Ich chatte euch dann auch parallel noch schnell meinen Link oder ihr verwendet hier einfach den QR-Code. Da gibt es dann einfach einen Link zu unserem öffentlichen Hilfesender bei der Teamsware und da gibt es einen Artikel dann und dann könnt ihr auch die ganzen Tipps euch nochmal durchlesen mit Screenshots. Einfach nochmal, ja, wenn ihr nochmal was nachgucken wollt. So, Christian, jetzt. Entschuldigung. Ja, jetzt musst du ein bisschen warten, weil die Leute müssen ja jetzt erstmal ihr Telefon rausholen und den QR-Code fotografieren. Ja, nur schnell parallel mein Link. aber wir können ja schon mal über den mündlichen Weg die erste Frage in Angriff nehmen. Und zwar die erste Frage von Daniel. Ich arbeite gerne mit Tags. Kann ich irgendwie auch mehrere User in einen Schritt einem Tag zuordnen? Nee, das ist Teams, einen nach dem anderen, geht leider nicht. Gut, ich würde sagen, ihr habt alle den QR-Code hoffentlich fotografiert, wenn nicht, Elke, du kannst den ja auch einfach in den Event-Chat dann reinposten. Dann ja, einfach, ich bin dabei. Genau, perfekt. Und dann können die Leute sich das abspeichern. Dann gehe ich mal wieder in den normalen Modus, dass man uns auch sieht. So, perfekt. Und wir machen hier auf der Bühne zeigen, können die Tags-Gruppen, zum Beispiel User-Team, übergreifend verwendet oder eingerichtet werden? Ja, leider auch nicht. Kann man leider nicht. Der einzige Tipp ist natürlich mit manchen verschiedenen Produkten, wie unserer Bauakte oder eurem Teams-Manager, kann man natürlich
die mitgeben. Der Administrator kann allerdings im Admin Center auch Tags schon vorbereiten, aber nur die Namen, die dann bei einem neuen Team mitkommen. Also füllen muss man die dann trotzdem in jedem Team natürlich selber, aber der Admin kann Standard-Tags im Admin Center für neue Teams vorbereiten. Dann noch eine kurze Frage. Ich hatte massive Internetprobleme. Gibt es den Vortrag nochmal im Original? Natürlich werden wir diesen Vortrag auf YouTube veröffentlichen und nachdem wir den Vortrag beendet haben, steht er auch als Aufzeichnung heute noch zur Verfügung, indem ihr in die Agenda klickt und dann Aufzeichnung anschauen drückt, falls es euch nochmal interessiert. Ich lasse das Meeting heute bis 24 Uhr offen. Das heißt, wer was verpasst hat, kann da nochmal reindrücken, aber sonst muss er auf YouTube warten. Aber es dauert auch nur ein, zwei Wochen. So, was haben wir denn noch? Okay, das kann ich auch als beantwortet setzen. Dann haben wir hier noch eine Frage von der Ina. Gibt es eine Möglichkeit, die Datei für gemeinsames Arbeiten so zu öffnen, dass man weiterhin auf Teams bzw. Chat-Informationen zugreifen kann? Ja, das ist so mein Tipp 1. Teams parallel einfach über teamsmicrosoft.com mit seinen Benutzerdaten einfach parallel nochmal öffnen. Oder wenn es natürlich um eine Datei geht und man unterhält sich über die Datei, sollte man die Datei in Teams öffnen, nicht in Browser oder Desktop und sollte dann einfach hier die Unterhaltungsmöglichkeit nutzen. Ich glaube, das ist so ein Tipp, den kannst du in deine nächste Folie auch noch einbauen. Ich nutze es auch viel zu selten, weil man kann dann an der Datei auch chatten. Das ist richtig cool, aber macht halt keiner, weil ist noch zu unbekannt. So, dann die letzte Frage und dann schauen wir nochmal in den Chatverlauf. Wir sind jetzt hier nur im Q&A-Bereich. Können Tags auch dynamisch angelegt werden? Wenn man zum Beispiel wechselnde Mitarbeiter hat, dann will man Tags ja nicht immer händisch pflegen. Ja, schwierig. Elke? Ja, wie gesagt, der Administrator kann welche anlegen und dann hat man die, aber Mitarbeiter, da muss man halt einfach rein. Man muss ja, wenn Mitarbeiter wechseln, seine Teammitglieder organisieren und eventuell private Kanäle auch die Mitglieder pflegen und dann machen wir unsere Tags immer mit. Wir haben das einfach auf eine Checkliste mit drauf. So, ich habe nochmal durchgelesen. Wir haben natürlich der Matthias, der ist ja ganz fleißig, der will auch noch eine Frage stellen auf der Bühne. Da bin ich natürlich zu haben und mache hier nochmal auf Antwort. Genau, dann haben wir alle Fragen. Ah ja, sind nochmal zwei reingekommen. Elke, wir brauchen noch ein Zeitl. Okay, Matthias, jetzt ganz kurz von dir und dann haben wir noch zwei Fragen ausstehend. Ich habe eine Frage und zwar, es gibt ja jetzt irgendwie seit kurzem diesen Stellvertreter einrichten. Ich habe es bei mir jetzt noch nicht ausprobiert. Kannst du aus dem Stegreif beantworten, was der macht dann? Also wir haben gestern erst beim Kunden die Diskussion gehabt. Er kann dann die Optionen etc. übernehmen, aber was noch nicht geht, sind die Gruppenräume. Also das kann man leider noch nicht. Also gestern ging es noch nicht, das soll kommen. Man kann da eigentlich nur so die Besprechungsoptionen übergeben, dass einfach einer stumm schaltet, alle so Sachen kann man organisieren. Ja. Okay, ich meinte jetzt auch, man kann ja auch einen generellen Vertreter hinterlegen. Also wenn ich jetzt nicht bar bin, dann gibt es ja irgendwo die Möglichkeit, einen Stellvertreter einzurichten. Oder habe ich das falsch aufgeschnappt? Das soll kommen. Bei mir in der Demo-Umgebung war es letzte Woche, war es noch nicht da. Aber das stimmt, dass einfach Assistenz etc. ist ja oft der Fall, die für irgendjemanden Team-Meetings einlädt, dann selber aber nicht teilnimmt und da hat man das Problem immer. Ich kann das aber gern mal nochmal nachprüfen und dann nochmal in die Runde gehen. Also ich habe es auch noch nicht gefunden, deswegen hätte mich jetzt interessiert, aber wir sind gefühlt immer ganz hinten. Ja, aber das ist schon seit einem Dreivierteljahr oder Jahr bei Microsoft im Gespräch, dass es kommen soll irgendwann. Okay. Dann danke, ich lasse die anderen Fragen noch. Bitte, tschüss. Ciao. So, die nächste Frage. Ein Team zu verwalten ist eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Kann man irgendwie bei der Teamsverwaltung sortieren? Also ich denke, da wahrscheinlich ist die Teamsverwaltung im Admin-Center vermutlich. Oder vielleicht das Zahnrad. Weißt du, was ich meine? Neben neues Team erstellen ist ja ein Zahnrad und dann gehen ja alle Teams auf. Ja, nee,
Aber wir machen ja auch immer Trick 17 für die Verwalter. Mit unseren beiden Tools, die wir anbieten, machen wir immer einen Webhook und schreiben die erstellten Teams in eine SharePoint-Liste per Skript rein und dann kannst du ganz toll deine Teams in der SharePoint-Liste verwalten und sortieren. Das ist ein blöder Workaround. Vielleicht der ein oder andere mit mehr als 100 Teams kennt, wenn man ins Admin-Center geht, dann laden 10 Teams und dann sagt so zwei, warten, drei, warten, vier, warten. Und bei 10.000 Teams, ja, dann sollte man lieber auf PowerShell wechseln. Okay, dann Marc als beantwortet. Und die letzte Frage auf der Bühne sein, kann ich aus einer Gruppe Namen markieren und zu einem Tag zusammenfassen? Also das sind wirklich tolle Vorschläge für die Roadmap bei Microsoft. Die Elke wird euch den Link dann auch teilen. Und wir voten dann alle nach oben, würde ich sagen. Ich bin ja schon mal froh, dass es dieses Tags überhaupt gibt. Das gab es ja jetzt erst seit einem halben Jahr, glaube ich, oder? Also halbes, Ah, schon wieder ein ganzes Jahr Jahr. her. Noch kurze Okay. Info, ich habe gerade natürlich im Stress einen falschen Link gepostet in der Nachricht. Ich habe jetzt auch nochmal für die, die keinen QR-Code und Handy verwenden, nochmal den richtigen Link in den Chat gepostet. Genau, in langer Form diesmal, aber ist Ja, hat schnell alles gut. gemüssen jetzt. Perfekt, gut. Ich würde sagen, dann markiere ich die Frage auch als beantwortet. Ich sehe schon, wir müssen mehr solche Vorträge wieder mit in die Teams-Summit reinbringen. Vielleicht machen wir nicht Track 1, 2 und 3, sondern Anfänger, fortgeschrittene Experte nächstes Mal. Vielleicht habe ich mir mal so mitgenommen, weil bis jetzt war das, glaube ich, der meistbesuchteste Vortrag, wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal in die Verwaltung schauen. Natürlich außer die Keynote, aber da waren ja alle in einem. Also das zählt nicht. Ja, das ist Schummeln. Also danke dir nochmal, Elke. Von mir kriegst du auch ein paar Herzen hier zugesendet noch. Und wer noch Fragen an Elke hat und jetzt nicht sich traut, in dem großen Publikum hier aufzutreten, wir haben noch 15 Minuten Zeit und die Teams wäre es natürlich auch Sponsor von unserer Veranstaltung und die haben in der Lobby auch einen Tisch. Ist dir Lobby oder Sponsorstand lieber, Elke? Lobby, meinst du da deinen Tisch oder? Nee, in der Lobby gibt es einen Tisch mit dem Namen Teamsphere. Da treffen wir Ja, uns jetzt alle. okay. Ja, Orangisch. in der Okay. Launch. Ich glaube, Launch heißt es. Lobby wäre Ja. viel besser, aber man kann hier leider nichts umbenennen. Ja, wie in Okay. Teams irgendwie. Ja, genau, wie in Teams. Okay, dann vielen Dank und wir Jo. sehen uns alle am Tisch. Wer Lust hat, 20 Plätze sind frei, also seid schnell. Ja, ciao. Danke, ciao.